Oh, zum Glück, jetzt funktioniert die Technik, also die Macht ist mit uns hier. Was? Macht? Was? Was redest du denn da? Kennst Star Wars nicht? Was ist Star Wars? George Lucas? Um Himmels Willen, lass uns anfangen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur 575. Ausgabe des Kinocast. Hey! Hey! Ihr wisst Kinocast gar, nie gehört. Ihr wisst gar nicht, liebe Hörer, was das jetzt gerade für eine schwierige Aufgabe war, hier das überhaupt an den Start zu bringen. Aber ja, wir haben es geschafft. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Und wir haben heute... Hallo Erik. Ja, hallo, hallo. Hallo Erik. Genau, viele Grüße. Wer ist Erik? Wer ist Erik, ja. Gibt es auch einen schönen Film, Looking for Eric. Da geht es um Eric Cantona. Ja. Ja, wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, so viel im Kino wie in der vergangenen Woche war ich lange, lange nicht. Also ungefähr so lange, wie zu DDR-Zeiten bei uns das Kino nur 75 Pfennig gekostet hat, wo ich wirklich fast jeden Tag im Kino war. DDR, nie gehört. Ja, ich war tatsächlich viermal im Kino diese Woche. Und zwar in vier verschiedenen Kinos hier in der Umgebung. Du hast aber nur drei hier in deinem Ding drin. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ich habe nämlich... einen Film zweimal geschaut. Ich weiß welchen. Ja, ich habe natürlich Yesterday, unsere Sneak Preview, habe ich mir nochmal angeschaut, weil ich den so toll fand. Und da ich meine Frau mitgenommen, weil dachte ich, das könnte der auch gefallen und es hat ihr auch sehr gefallen. Und ja, lass uns gleich mal über Yesterday reden, unsere Sneak Preview der vergangenen Woche. In dem Film Yesterday wird die Hauptrolle gespielt von Himesh Patel. Und Regie führt Danny Boyle, aka Trainspotting, Slumdog Millionär, hier auf dem Löwen da, hier mit dem Löwen, hier, wie ist das? Life of Pi. Das war ein Tiger, oder? Oder war das nicht? Nee, das war ein Tiger. Gab es da auch noch ich meinte Lion, der lange Weg nach Hause oder so hieß der doch. Ah, okay. Ja. 127 Hours, glaube ich auch, kann das sein? Ja. Ah ja, genau. Oh, den hat man auch in der Sneak. Oh, deshalb bin ich immer noch traumatisiert. Der war geil, der Film. Lily James, Kate McKinnon spielen noch mit. Es geht um einen Straßenmusiker, der ambitionierte Pläne hat, hat auch schon eigene Songs, tritt auf so kleineren Festivals irgendwie in den Nebenzelten auf und seine Sandkastenfreundin, kann man fast sagen, die ist so seine Managerin. Sie ist parallel noch Mathelehrerin an der Schule und managt halt ihren besten Kumpel da so ein bisschen mit den Auftritten und kümmert sich um alles. Ist so ein bisschen Roadie und Fan gleichzeitig von ihm. Und man spürt schon, dass da noch ein bisschen mehr drin schwelt in dieser Verbindung zwischen den beiden. Aber es kommt halt nicht so richtig zum Tragen in der Situation, wo wir die beiden kennenlernen. Dann, als sie eines Abends, wo er von dem Festival kommt und da war das Zelt nur voll mit kleinen Kindern oder Leuten, die ein bisschen chillen wollten und keiner hat sich so richtig für seine Musik interessiert, trifft er die Entscheidung, okay, das war jetzt das letzte Mal, also das bringt jetzt hier alles nichts. Ich habe es lang genug versucht, aber das macht keinen richtigen Sinn mit dem Musikbusiness. Ich fange wieder mit Arbeiten an und sie redet ihm das aber so ein bisschen aus. Geht zurück in die Schule, ne? Ja, zurück in die Schule, Lehrer werden. Genau, offensichtlich war er auch Lehrer und da gehen sie so ein bisschen so leicht im Streit auseinander und er fährt mit seinem Fahrrad dann den restlichen Weg nach Hause. In dem Moment gibt es einen globalen Stromausfall. Da sind natürlich auch alle Straßenbeleuchtungen aus, auch die Beleuchtung der Fahrzeuge und das passiert dann eben, dass der Bus, der von links kommt, ihn nicht sieht und ihn genau in dem Moment rammt, wo der große Stromausfall ist und er segelt durch die Luft und wacht im Krankenhaus wieder auf. Schöne Szene übrigens, die ich nicht spoilern will. Und erfährt dann so, also es ist jetzt noch nicht gleich, das ist im Trailer, denkt man ja, oh, das passiert alles sofort, sondern das ist so ganz subtil, dass er merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Er hat ein komisches Gefühl, irgendwie ist die Welt nicht so, wie sie war, aber er kann es noch nicht so richtig erklären.
Und das große Ding, was er halt rausfindet, ist, dass die Leute offensichtlich die Beatles nicht kennen und die Songs nicht kennen. Auch sehr schöne Szene, wo er das zum ersten Mal so richtig ihm bewusst wird. Er spielt einen Song vor und alle sind so völlig hängen an seinen Lippen und das ist ein toller Song, wann hast du den geschrieben? Und wieso, den habe ich nicht geschrieben, den haben die und die geschrieben und so. Und dann so, komm ey, jetzt kommst du wieder mit deinem Spezialwissen hier, irgendwelche Hinterhof-Bands hier, die sollen wir jetzt kennen hier irgendwie. Und dann googelt er, Google gibt's anscheinend noch, toi toi toi, ne? Es gibt auch Computer noch, oh Gott sei Dank. Findet raus, dass tatsächlich die Beatles nicht mehr gibt und oder keiner kann sich an sie erinnern. Und kommt dann auf die irrwitzige Idee, die Songs, die quasi, die er noch im Ohr hat von den Beatles, mal als seine eigenen auszugeben. Er steckt da aber in einem ziemlichen Dilemma, ob er es nun macht oder nicht, weil er weiß ja, dass es nicht seine Songs sind und er hat auch da immer die Befürchtung, dass dann irgendjemand mal kommt, der es dann doch kennt und startet dann eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ich glaube, den bekannten Musiker, den man noch sieht, den können wir, glaube ich, nennen, oder der ist mittlerweile, ich hatte den Trailer vorher nicht so richtig geguckt gehabt von dem Film, aber ich glaube, damit wird überall geworben, oder was meint ihr? Wollen wir die Überraschung lassen? Für weiß nicht, ist der im Trailer zu sehen? Ja, der ist überall, das steht sogar in den... Ja, der wird auch als Credit genannt, okay, ne? Als in den Film. Der mitspielt. Na gut, ja. Da hatten wir es erst hinterher gesehen. Ja, also Ed Sheeran spielt mit. Ja, der scheiß Ed Sheeran. Und der featuret ihn so ein bisschen, er darf dann so als Vorband bei ihm auftreten. Bei einem Konzert. Aber das ist auch im Trailer, das habe ich im Trailer gesehen mit Dude. Hey, ja. Dude. Hey, Dude. Dann startet dann seine Karriere so ein bisschen durch, weil die Managerin von Ed Sheeran, die nimmt sich auch ihn vor und will ihn da produzieren. Sie erkennt dann das Potenzial und die hat da so eine ganz eigene Art. Und ich glaube, viel mehr möchte ich mal nicht verraten. Und dass ich mir den zweimal angeschaut habe, das hat durchaus einen Grund. Ich liebe den Film. Der ist wirklich so ganz knapp davor, wirklich absolut perfekt zu sein. Also da ist wirklich alles drin, was bei mir getriggert wird. Da ist eine tolle Musik drin. Da ist eine wunderbare Geschichte. Da ist jetzt nicht irgendwas drin, wo man sagt, oh, da ist jetzt noch künstliches Drama reingebracht worden oder irgendwas. Da ist so ein bisschen diese Kinomagie drin, das halt einfach, ist halt ein weltweiter Stromausfall. Ja, mein Gott, warum soll man das jetzt hinterfragen? Macht das Sinn? Kann das passieren? Es ist halt so, genau wie der leuchtende Koffer in Pulp Fiction. Warum muss man wissen, was da drin ist? Ist für die Story völlig irrelevant. Und das ist einfach wirklich rundherum tolle Kameraeinstellung. Boah, das ist ja der Hammer. Also gerade so, wenn es manchmal so schräg geworden ist, die Kamera, oder gerade die Konzertaufnahmen, wenn die auf die Bühne kommen. Das war ja das, was ich letzte Woche bei dem Film kritisiert hatte, bei diesem Vox Lux, dass die Konzertaufnahmen einfach scheiße waren. Du hast gesehen, das war irgendwie im Studio Greenscreen, irgendwelche Hupfdohlen sind da rumgesprungen und nee. Oh, ich fand den so schön, so toll, so rund, das ganze Ding. Wie ging's euch? Ähnlich. Also die waren nur einmal drin. Ja, aber ich fand ihn auch sehr toll. Man muss ja nicht so verrückt sein. Das ist ja. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es war perfekt, dass wir den in der Sneak hatten. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch regulär gucken wollen, weil das einfach ein süßes Thema ist. Und auch die Idee dahinter ziemlich witzig ist, einfach in einer Welt aufzuwachen, wo es irgendwas, was dir mal viel bedeutet hat oder was du ganz toll fandest, nicht mehr gibt. Und dann versuchst es der Welt zurückzugeben. Das fand ich einfach eine süße Idee. Und dann auch seine Entwicklung mitzusehen. Und wie du sagst, ist ein rundum guter Film. Ja. Der Film profitiert halt von seinem unglaublich guten Soundtrack. Das darf man halt mal nicht. Aber selbst gesungen größtenteils, ne? Ja, das ist ja richtig. Das ist ja auch gut so. Und Es ist schon, die Welt, in der es spielt, wo es halt noch ein paar andere Sachen auch nicht gibt dann, was so ein bisschen verwunderlich ist, wo man auch so denkt, what? Und auch Entwicklungen einfach entstehen. Nein, ich sag dazu nichts, nur halt auch dieses, okay, es gibt auch andere Teile, nicht weinen im Hintergrund, ist alles gut. Die Beatles gibt es ja weiterhin. Ja, ist traurig. Einfach zu sagen, okay, was wäre, wenn es das wirklich nicht gegeben hätte? Und ich glaube,
Ja, das, ich weiß nicht, ob es die Welt so gäbe, wie sie jetzt gerade ist und so alles unverändert, wenn es die Musik der Beatles nicht gegeben hätte. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist das, was ich dem Film so ein bisschen ankreide. Ich bin der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele Kinder während Musik der Beatles gezeugt wurden, die nicht gezeugt worden wären. Das heißt, Blitz. Ich glaube, da kann ich eine Anekdote, ich glaube, ich bin einer davon. Oh Mann. Weil meine Mama, die war totaler Beatles-Fan, die hat da die ganzen Schallplatten, die habe ich auch viel gehört, als ich klein war. Und ich glaube, das war genauso ihre Phase, wo sie dann immer noch viel Beatles gehört hat und so. Ich möchte dazu sagen, das haben wir im Vorfeld nicht abgesprochen. Aber finde ich jetzt natürlich umso großartiger, dass genau der Punkt, den ich anspreche, natürlich genau den Erik trifft. Wie gesagt, die Geschichte ist cool erzählt. Mir hat der Hauptdarsteller ging mir ein bisschen auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Das hat allerdings Lily James ausgeglichen, die ich ja auch schon wahnsinnig gut in Mamma Mia zuletzt fand und natürlich in ihren anderen Rollen, wo sie auch schon mitgespielt hat. Hier Baby Driver als Deborah. Stolz und Vorurteil und Zombies und so Sachen. Ich mag die. Ich finde die echt süß, die Kleine. Also die spielt schon ganz großartig. Und auch in dem Film war das so richtig dieses du Penner. und man weiß eigentlich alles so schon ein bisschen im Vorfeld. Und ja, manch ein Lied hat mir irgendwie noch gefehlt. Und muss ich auch noch sagen, das ist so die harsche Kritik. Aber das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, muss man auch dazu sagen. Ein oder andere Song hat mir gefehlt. Dann fand ich es auch schade. Ja klar, es ging um die Beatles, aber dadurch, dass, ich sage es mal so, andere Bands auch plötzlich von der Bildfläche verschwinden, hätte ich mir da vielleicht den einen oder anderen Hit auch noch gewünscht draus, dass man das auch noch macht. Und ja, ob's Ende dann so okay ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das sind so die Sachen, wo ich so ein bisschen kritisch sehe. Ansonsten schon eine sehr runde Sache, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich saß ja im Kino, neben mir saß eine ältere Dame, die wohl Wind gekriegt hat, dass der kommen könnte. Also was heißt älter, die war wahrscheinlich so Anfang, Mitte 50 mit ihrem Ehegatten und die saßen drin, die haben alles mitgesungen, die haben die ganze Zeit mitgewippt und wenn man am Ende am Ende des Films noch den Abspann anschaut, allein wegen der Musik, so wie ich das auf jeden Fall gemacht habe, so wie wir das gemacht haben, und selbst da noch dann mitsingt, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen für einen Film. Das ist eigentlich, dann weiß man, okay, entweder ist es ein Marvel-Film und man wartet auf noch was, wo man dann, wie im Fall von Spider-Man Far From Home, nicht enttäuscht wird, oder eben es ist wegen der Musik. Und bei Vox Lux hätte ich es mir nicht vorstellen können, bis zum Ende sitzen zu bleiben und die Musik anzuhören, weil mir die einfach nur auf den Keks ging. In dem Fall habe ich tatsächlich auch bis zum Ende mitgesungen und das ist ein Qualitätsmerkmal. Und wir haben im Auto dann noch ein Beatles angehört. Ich auch. Ich habe mir auf Spotify gleich den Soundtrack, ja, und da läuft es bei mir seitdem. Ne? Ja, ist bei mir auch. Ich habe, Achtung, Triggerwarnung, ich habe im Playboy ein Interview gelesen mit Danny Boyle. Da ist ein schönes Interview drin in der aktuellen, ich habe hier so einen digitalen Lesezirkel, wo kann ich mir alle möglichen Zeitungen lesen. Ja, klar, hast du einen digitalen Lesezirkel. Da habe ich, nachdem ich die Bilder angeguckt hatte, da ist noch ein interessantes Interview. und da stand tatsächlich, ist ein echt gutes Interview, gut geführt, da stand drin, da haben sie ihn über den Film ausgefragt, und hat er gemeint, sie hatten die Möglichkeit, die Rechte an den Songs kosten ja sehr viel Geld und dadurch, dass sie aber Coverversionen gemacht haben, war es ein bisschen günstiger und sie haben die offizielle Freigabe von denen, die Rechte halten, bekommen. Was hat er gesagt? Zwischen 13 und 15 Songs durften sie maximal verwenden und dann mussten sie halt aussuchen, welche sie nehmen. Und einen Song durften sie im Original nehmen, den haben sie dann in den Abspann rein. Und da haben sie halt sehr gut sich das überlegt, welchen sie nehmen, und mussten auch viele Entscheidungen gegen irgendwas treffen. Und er hat gemeint, er hat Ringo Starr und Paul McCartney, die beiden leben ja noch, haben sie beide, als der Film fertig war, das zugeschickt. Gesagt, hier, das ist es jetzt, guckt es euch mal an.
von Ringo Starr kam dann wirklich zurück. Oh, dem hat es sehr gut gefallen und der hat gleich hier gesagt, auch wirklich ganz toll eingebunden hier unsere Musik und wunderbar. Und Paul McCartney hat er gemeint, ja, er ist auch nicht davon ausgegangen, dass Paul McCartney sich das anguckt, aber da kam nur irgendwie zurück, so ja, okay oder so. Der hat es wohl nicht angeguckt. Er hat es wahrscheinlich angucken lassen. Ja, aber es ist nicht nur, dass es ein Film ist, wo es um die Beatles geht, sondern die Story ist auch irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Also wirklich eine sehr runde Geschichte. Die Nebencharaktere, ich vergleiche so ein bisschen, dadurch, dass er der Autor, der Richard Curtis, der hat ja auch für Tatsächlich Liebe und Notting Hill hat er die Skripte geschrieben. Das ist schon thematisch durchaus vergleichbar, ne? Weil da sind halt die Nebencharaktere, da gibt es auch irgendwie so einen Freak und da gibt es einen, der irgendwie nichts kapiert und so. Und das war so cool gemacht. Wahnsinn, ey. Und dann auch fand ich, jetzt beim zweiten Mal sehen, ist mir das noch viel mehr aufgefallen. Am Anfang hatte ich gedacht, boah, diese Managerin, die ist ja total überzeichnet. Und dann ist mir aufgefallen, nee, genau das braucht der Film eigentlich, dass du so einen Gegenpol hast zu dieser, ja, heile Welt, wir sind hier Musik und hier ist ein bisschen Liebe und so. Und dann hast du so diesen krassen Gegenpart, diese Managerin, die wirklich irgendwie keinerlei Gefühle hat, die spricht alles aus, was sie denkt. Ich fand die super. Du siehst scheiße aus und so, kann man da noch irgendwas machen? Und wirklich... Ich wäre gerne ein bisschen wie sie. Ja, und das fand ich dann so gut, die auch so zu schreiben und in der Art und wie sie es gespielt hat. Und absolut genial. Also wirklich ein schöner Film. Ich werde ihn bestimmt nicht das letzte Mal gesehen haben jetzt. Aber im Kino wird es, glaube ich, erstmal gewesen sein. Aber bei uns war es auch so. Klientel, das war nämlich der Film, den ich jetzt am Freitag geguckt hatte. Da waren wir hier in Ludwigsburg im Zentral, neben Union, Entschuldigung. Und da war auch das Klientel, sag mal, zwischen ganz jung und sehr alt. Also da war irgendwie alles dabei. Und alle haben irgendwie gute Stimmung gehabt. Du hast immer mal den einen oder anderen mitsingen gehört, ne, über den Film. Ey, es war so cool. Und alle sind auch noch sitzen geblieben dann. Und ich fand auch gerade, das kann ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber die letzte Szene, wo er nochmal ein Lied spielt, also nicht bevor das anfängt, das fand ich auch nochmal so toll. Weil das Lied, dass das nochmal kommt und so. Und wie die alle mit abgehen, dass er dann so als, ja gut, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und auch, sag mal, Begegnungen, die der Film hat, so Gespräche, wo einfach dieses Was wäre, wenn und einfach wirklich herzerweichender Film. Wirklich ganz, ganz toll. Also ich gebe da 9,5 von 10. Habe ich auch eingetragen. Ja. Schönes Sneak. Ich gebe ihm 8. Ja, das ist auch super, super wert. Ja, ich habe ihn bei 9. Ja, das ist schon mal Top-Film. Vorderen Feld. Ich habe jetzt schon einige Kritiken gehört, die das wohl nicht so ganz so. Vielleicht ist es auch tagesformabhängig oder so, ich weiß nicht, dass man immer gerade irgendwie. Aber ich glaube halt, dass vielleicht gerade zu viele Filme auf den Markt geschmissen werden, was dieses Thema betrifft. Ich meine, wir haben angefangen mit Bohemian Rhapsody, der eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und dann kam kurz darauf jetzt Rocketman, jetzt Yesterday. Vielleicht ist auch einfach gerade ein bisschen zu viel Musikfilme über tolle und bekannte Stars unterwegs. Ja, auch gut. Wenn das, klar, jetzt Yesterday hat jetzt nichts mit den Beatles an sich zu tun. Es ist ja keine Lebensgeschichte von denen, aber trotzdem ist es halt ein Grundthema, was halt sich gerade so ein bisschen durchzieht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Kritiker einfach sagen, nicht schon wieder ein Film über das Thema. Die Kritiken, die ich so gehört habe, war so, ja, das ist völlig unrealistisch mit dem Stromausfall und so und ja, und dann die Liebesgeschichte und so, die da ist, das hat man ja alles schon tausendmal gesehen und so. Aber klar, Mensch, ey, seit Romeo und Julia hat man, glaube ich, diverse alles Liebesgeschichten schon gesehen, die immer ungefähr ähnlich laufen. Aber ich fand das hier auch eigentlich ganz schön, wie sie läuft. Was ich ja zum Beispiel, was ich immer sehr, ja, sehr, nicht abstoßend, aber wo ich innerlich fast zumache, ist, wenn irgendjemand hinterher rennt, sei es nun zum Flughafen, zur Bahn, zum Bus, zum Auto, keine Ahnung, immer dieses Hinterhergerenne und dann irgendwie noch ankommen oder irgendwas. Das war ja hier auch im Film in einer ähnlichen Form. Aber hier fand ich es eigentlich wirklich auch wieder sehr charmant gemacht. Das hat alles immer gerade so in den richtigen Pfad genommen, wo ich sage, oh, das war jetzt aber schön. es war jetzt nicht peinlich, es war jetzt nicht doof, sondern das war einfach toll gemacht. Und
Es ging mir bei allen Sachen so, sei es nun dieses alte Hotel, was da wieder eröffnet wird. Und herrlich. Also ganz toller Film, ich darf nicht zu viel verraten. Geht da mal rein, Leute. Yesterday. Unbedingt. Unbedingt. Man kommt richtig, richtig gut gelaunt raus und richtig geschwingt. Und ich habe es auch schon im Kollegenkreis empfohlen, bei uns in der Teeküche. Da hat er auch eine, die mich bei der Firmenfeier gesehen hat, sie sind doch der mit dem Kino hier. Und ich sage, ja, was können Sie denn empfehlen? Ich sage, ja, ich habe jetzt Yesterday gesehen, fand ich toll. Genau. Ja, gucken wir doch mal, was vielleicht morgen Tolles kommen könnte in das Sneak Preview. Wie lautet denn da überhaupt der Hinweis, Chris? Der Hinweis für die nächste Sneak am morgigen Montag, das ist dann der 15.07.2019 und es müsste die Sneak Nummer 1009 sein, lautet mehr als nur ein Ort des Wissens. Und da ist ein Fehler in der Metropol-Sneak-Gruppe, weil es heißt hier im Originalton, aber es ist Original mit Untertiteln. Original mit Untertiteln, also OMU. Dafür steht OMU. Ja, schon. wo steht denn das? Beitrag bearbeiten, ihr seid jetzt live dabei. Nee, lies mal lieber vor, hier? Das kannst du nachher machen. Lies mal lieber vor, was hier eingegangen ist. Also, eingegangen ist ein ganz gewöhnlicher Held. Das tippe ich übrigens auch eigentlich, weil da geht es um eine Bibliothek, wo in Kanada, glaube ich, und da verschanzen die sich dann so ein bisschen drin. Und Okay. Denen, wo es gut geht, keine Ahnung, das hört sich irgendwie seltsam an. Dann Acid, Apokalypse, den habe ich getippt. Aber der ist ein deutscher Film, der wäre ein bisschen kurios, wenn der als OMU oder er hat vielleicht fremdsprachige Anteile, die mit Untertiteln übersetzt sind, vielleicht. Naja, nee, ich tippe den ersten auch mit eigentlich, aber als ich den gelesen habe, dachte ich, ja, okay, da ist es eigentlich, aber ich schreibe auch noch ein. Mit ein bisschen Auswahl da ist. Weil der Chris da nicht so verloren auf seinen Zettel guckt, wo nur ein was draufsteht. Das ist arg lieb, danke. Vielen Dank. Super, super. Ja, was haben wir denn noch so gesehen an Filmen? Ich habe ja gesagt, ich war 4-mal im Kino, 2-mal wissen wir jetzt schon. Der zweite Film, den ich gesehen habe diese Woche, das war in der sogenannten A-Sneak, in der abseitigen Sneak, in dem kleinen Kino bei mir um die Ecke. Da lief der Film Endzeit. Endzeit ist ein deutscher Zombie-Horrorfilm, kann man so nennen. Und ich habe hier auch das zugrunde liegende Comic, oder man sagt eigentlich Graphic Novel, vom Carlsen Verlag hier liegen. Und ja, der trifft eigentlich, die Filmbeschreibung trifft es eigentlich voll auf den Film. Vor 2 Jahren haben Zombies die Erde überrannt. Die Städte Weimar und Jena haben es geschafft, einen Schutzzaun zu errichten und den Kreaturen zu trotzen. Ja, die einzige Verbindung ist ein automatisierter, für Personen verbotener Güterzug. Aber genau in dem begegnen sich Vivi und Eva, die zwei sehr unterschiedliche junge Frauen, die hoffen, nach Jena zu gelangen. Doch es kommt zu einem Zwischenfall und sie müssen den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. Zu Fuß durch eine Welt, in der Tod gelernt hat zu rennen. So, das ist das vom Comic. Im Film, ja, ist eigentlich die ähnliche Story. Wir lernen zuerst die Vivi kennen und erfahren so ein bisschen was über deren Hintergrund, wie damals die Zombie-Apokalypse losging und als sie versucht hat, noch ihre Schwester zu retten und das nicht geschafft hat. Und dann sind tatsächlich diese zwei Städte sind wie bei Asterix der Gallier, ne? So ganz Gallien ist besetzt. Nein, ganz Gallien, nee. Ein kleines Dorf leistet Widerstand, so ungefähr ist das hier auch. Und man nutzt die Bahnlinie von Weimar nach Jena, wo ich bin damals auch immer die Linie, als ich auf dem Gymnasium war, von Gera nach Hermsdorf gefahren und die fuhr dann auch weiter nach Jena und nach Weimar und nach Erfurt. Das ist quasi dieselbe Bahnlinie, aber da gab es noch keine Zombies. Und der Film ist gedreht von Carolina Helsgard, das ist eine schwedische Regisseurin. Hauptdarstellerin sind Groß Svante Kohlhoff und Maja Lehrer. Und die machen das eigentlich ganz gut. Das Comic fokussiert sich halt auf die zwei Mädchen oder jungen Damen. Und ja, rundherum Zombies und die Zombies sind hier echt gut inszeniert. Also sind jetzt nicht so diese, ja, gerade so bei Low-Budget-Zombie-Filmen sieht man da meistens so die Defizite und es wirkt eigentlich eher lustig. Deswegen gucke ich eigentlich so Zombie-Filme eigentlich ganz gerne. Aber hier wirkt es echt unheimlich, weil sie sind so richtig schnell, wie bei World War Z zum Beispiel. Und dann auch teilweise irgendwie total abgefahren, irgendwie so ein Mädchen-Zombie, das hat noch das Brautkleid an und ganz, ganz
kuriose Sachen, was man da so sieht. Was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte von dem Film, ich muss mal ganz kurz hier meine Kritik aufmachen, die ich bei Movie Pilot geschrieben habe. Ich hätte mir gewünscht, dass am Anfang zum Beispiel mal kurz eine Karte eingeblendet wird, für die, die jetzt die Städte vielleicht nicht so kennen. Ich meine, Thüringen ist jetzt nicht gerade das bekannteste Bundesland, wo man ständig hinfährt. Wer von da kommt, weiß natürlich, was das für Entfernungen sind. Und das ist eigentlich nicht weit von Weimar nach Jena, aber man muss halt da so ein bisschen was durchqueren auch. Und ja, das hätte ich mir gewünscht. Und dann, wenn man das Comic so sieht, das ist wirklich teilweise fast eins zu eins umgesetzt mit den Dialogen auch, die hier drin stehen. Also da gibt es so Szenen, die man hier absolut wiedererkennt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem. Wahrscheinlich hätte sich die Regisseure ein bisschen mehr Freiheiten nehmen sollen, vielleicht für die Aufarbeitung für ein Drehbuch. Weil hier sind manche Szenen so ein bisschen abgehakt. Ihr werdet das kennen, wenn man jetzt so einen Comic durchblättert, dann sind manchmal so Sprünge drin in der Geschichte. Da ist man dann an einem anderen Ort. Im Comic geht das, ne? Aber im Film funktioniert das halt nicht, wenn die plötzlich woanders sind und irgendwas ist, man weiß nicht, was passiert ist und man muss halt schöne Überleitungen zwischen den Szenen bringen und die Zuschauer ein bisschen mitnehmen. Und das finde ich, das hat ein bisschen so wie aneinander geklebt gewirkt, die Szenen, aber nicht so richtig, keine richtigen Übergänge. Was aber sehr genial dargestellt ist, sind diese ganzen Szenen in diesen alten, verrotteten Gebäuden, wenn die da irgendwas durchsuchen nach irgendwelchen Loot, wo da wirklich so, du siehst, die Leute, die haben vielleicht gerade noch am Tisch gesessen und irgendwie Karten gespielt und das ist jetzt alles total verwittert, nur nach 2 Jahren ungefähr. Und ja, dann liegen vielleicht noch irgendwelche Leichen dann rum, also Skelette dann schon oder irgendwie Haustiere, Leichen und dann stöbern die halt in den alten Gebäuden rum, um dann noch was Verwertbares zu finden oder auf ihrem Weg irgendwelche Autos, die halt stehen gelassen wurden, die total verrottet sind. Also gerade diese, da gibt es auch eine ganze Art von Fotografie, die nur solche verfallenen Gebäude fotografieren. Das fand ich auch sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch dargestellt. Es ist jetzt nicht der Riesenkracher. Es ist jetzt kein, was weiß ich, neues Walking Dead. Also es hat wirklich so seine Defizite, aber ich fand, in diesem Zombie-Genre hat das Ding echt Spaß gemacht. Also mir hat er ganz gut gefallen. Hat aber natürlich seine Defizite. Ich gebe da 6,5 von 10, wenn er den mal irgendwo erwischt. Was mich gewundert hat, am Anfang stand da, ist von irgendwie ZDF das kleine Fernsehspiel produziert. Ich glaube nicht, dass der jemals im ZDF irgendwie laufen wird, weil da sind doch ganz schön heftige, blutige Szenen und so. Und ach, warum denn nicht? Wenn irgendwelche Leute, die gerade vom Zombie gebissen wurden, dann wird dann einfach mal der Arm abgehackt und dann irgendwie werden sie doch noch, weil es nicht so richtig funktioniert hat, dann doch noch hingerichtet. Und also ich weiß nicht, ob das im ZDF mal laufen wird, aber ja, netter kleiner Film hier, der abseitigen Sneak, so abseitig fand ich es gar nicht, war... Also im Gegensatz zu letzten Mal, wo da dieser Film auf Portugiesisch kam über diesen Ronaldo-Verschnitt, fand ich das jetzt relativ mainstreamig. Also Endzeit lief ja auch auf Fantasy Filmfest und auf dem Toronto Filmfestival und so. Ja, vielleicht läuft er ja noch bei uns, denn der startet erst im August. Ich finde es gerade hier nicht, aber hat es irgendwie, jetzt muss ich hier nochmal gucken, Endzeit. Hier bei Kino.de steht es 22. August, also könnten wir vielleicht sogar in der Metropol-Sneak nochmal erwischen. Wäre ich nicht böse drum, also ich würde auch nochmal gucken. Ja. Okay, dann nächste. Achso, Netflix habt ihr hier. Mach du mal deinen Netflix, da muss ich nicht so viel erzählen. Ich habe was von dann, Netflix. Achtung, nachher kommt noch mein dritter Kinofilm die Woche. Noch ein bisschen anteasern. Wirst du eigentlich von den Wertungen her schlechter, nur schon mal um irgendwo vorzuspoilern? Weil den dritten, den du da drin hast, von dem habe ich echt Mieses gehört. Unter anderem einen, der nach einer halben Stunde raus ist. Na, leg erst mal los. Okay. Stimmt. Ich habe geschaut auf Netflix und er heißt im Deutschen einfach nur Chef. Und im Original heißt er wohl Son of Chef. Ach, das ist das Remake jetzt, das neue, ne? Nein, es ist kein Remake, es ist eine Fortsetzung, in der Tat, eine wirkliche Fortsetzung. Okay. Von dem damaligen Chef, noch Fragenfilm aus dem Jahr 2000, also 19 Jahre später, kommt dann tatsächlich der nächste Chef-Film in der Hauptrolle natürlich Samuel L. Jackson als John Chef. Und Ich dachte gerade schon, Alter. Dankeschön, ja, vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Ist relativ schnell erzählt, die Geschichte. Man steigt relativ gleich ein mit einer Chef, hockt im Auto mit seiner damaligen Freundin, Frau, eher Geliebten, Regina Hall, also Maya Banikos im Film, auch Regina Hall spielt die. Die kennt man ja auch aus Filmen wie Gott, wo war sie? Letztens werden sie auch schon in der Sneak Girls Trip und solche Sachen, da spielt sie mit und was weiß ich was wo noch. Und gibt eine Mordschießerei und Chef erledigt natürlich alle und im Hinten sitzt allerdings Chefs Sohn. Und das ist ein kleiner Junge und der ist wirklich mega goldig da auf dem Rücksitz. Also das ist wirklich ein richtig goldiges Kind. Und ja, wie es halt so ist, der Sohn wird älter, die Eltern trennen sich, der Sohn wächst auf, kriegt immer wieder Pakete von Chef zugeschickt. Und das ist richtig, richtig cool gemacht, weil da ist wirklich so eine Reise durch die Zeit und da wird auch in der Zeitreise ganz arg vieles, was in den Jahrzehnten oder in den Jahren auch passiert ist. Also man sieht immer so Videoausschnitte auch. Dann natürlich sieht man auch den Chef-Film, den ersten, wie er seine Polizeimarke am Ende des Films da vom ersten Film da in Dingsen bei Gericht gegen die Wand oder in die Wand reinwirft und alles, also die Szenen, wo eigentlich auch im Gedächtnis geblieben sind, das alles mit drin und das zeigt, okay, es geht tatsächlich irgendwie munter weiter und setzt dann da an, dass der beste Freund von Chefs Sohn, von JJ, also von John Junior Chef, gespielt von Jesse T. Usher, hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Jesse T. Usher kennen wir aus Independence Day Wiederkehr, Dylan Hiller. Der war nicht gut. Der Hauptcharakter. Der war nicht gut, der Film. Dylan Hiller, der Sohn von Will Smith in dem. Ich meine ja nur. Wer ist Will Smith? Will Smith. Oder natürlich auch, er hat auch schon in einer Folge Criminal Minds mitgespielt für die Criminal Minds Fans da draußen. Was ist Criminal Minds? Hätte ich drauf verzichten können. Und er ist beim FBI, aber er ist mehr der Analytiker. Also er schlägt auch so ein bisschen diese Kriminalrichtung ein wie sein Papa, allerdings nicht so krass und hat eigentlich auch keinen Kontakt seit 19 Jahren oder sowas zu seinem Vater oder seit länger oder seit 20 Jahren und was weiß ich was alles. Und dessen bester Freund wird auf jeden Fall umgebracht und er knüpft sich oder möchte da diesen Fall, geht daran, möchte rausfinden, warum das so ist, weil es wird dargestellt, als ob er in einer Überdosis starb, aber das glaubt er halt nicht. Also die Story, sagen wir es mal so, die Story ist absolut überschaubar, weil wen fragt er dann natürlich um Hilfe bei dem Fall? Sein Papa. Genau. Und die erste Begegnung dann von dem erwachsenen JJ oder von Junior mit Papa Chef, da habe ich wirklich fast Tränen gelacht, weil das ist aber so meine Art Humor dann eigentlich auch gewesen, da muss ich mich gleich entschuldigen, weil er geht ins Büro von Chef und es öffnet ihm eine nackte Frau, die eher aussieht wie eine Prostituierte und fragt so, ja, wo möchtest du hin und bla 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 und ja, in dem Fall steht Chef schon hinter ihm mit der Pistole am Kopf und er dreht sich langsam um, sagt, wer er ist und dann sieht man Chef in voller Blüte, also man sieht ihn nicht nackt, aber man sieht ihn und jetzt verrate ich nicht weiter, was man noch sieht, aber wenn man ein bisschen was die Verknüpfungen herstellen kann im Kopf, wird man sagen, ach du Scheiße. Und ja, genauso ist es dann auch. Und genau, die beiden, wie gesagt, machen sich dann drauf, diesen Fall zu lösen. Hinten raus treffen sie dann auch nochmal auf jemanden anderen, und zwar auf Richard, wie heißt er im Richard Roundtree. Ah, den Originalchef. So, den Originalchef, genau, also Opa-Chef. Und im Endeffekt haben wir dann drei Generationen Chef drumrennen, die den Fall dann lösen, den Bösen zur Strecke bringen. Und es ist so ein richtiges, ja, Oldschool-Action-Filmchen entsteht daraus, der, ja, Gewaltszenen hat, dann immer mal wieder so dieses Neumodische mit reinbringt, aber immer noch diesen alten Weg mit, oh, ich schieße einfach über den Haufen oder ich bin einfach ganz, ja, also wie es halt Chef ist und es geht so richtig schön in diese Chef-Richtung rein und das finde ich ganz arg großartig. Klar, die Story, wie gesagt, ist auf einem Bierdeckel eigentlich erzählt. Trotzdem, mir hat er echt Spaß gemacht. Ich habe ihn im englischen Originalton gesehen.
Einfach weil da ein paar Wortwitze dann deutlich besser wie immer funktionieren. Und ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Es läuft auf Netflix, dementsprechend würde er auch nicht im Kino kommen. Ich hätte aber sogar gesagt, dass der im Kino eventuell funktioniert hätte. Also ist es auch wieder so ein Fall, dass die irgendwie den versucht haben, ins Kino zu bringen und es hat nicht geklappt und dann haben sie Netflix verkauft oder weißt du da was? Oder? Ich glaube, der ist sogar von Netflix gemacht. Ich weiß es gar nicht. Okay. Na dann. Also ich glaube nicht nur, dass da. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Netflix da ganz, ganz dick die Finger mit drin gehabt. Und wie gesagt, macht einfach Spaß, der Film. Also ich fand ihn nicht schlecht. Und ja, am Ende musste ich an Stirb langsam denken und alles. Es ist cool. Also für so einen alten Action, wer auf Actionfilme steht, also so richtige Cop-Filme steht, wer Chef eh mochte damals schon, also vor 20 Jahren wird es bald, vor 19, jetzt komme ich mir ein bisschen alt vor gerade, aber ist okay. Der sollte den auf jeden Fall schauen. Ich habe ihm 7,5, also 7,5 von 10 gegeben, weil wirklich sehenswert, aber wie gesagt, durch die Story, weil die halt, ja, Bierdeckel-Story und das war's dann. Aber kann man mal anschauen. Kein Fehler. Ich habe gerade hier die Wikipedia-Seite auf. Der Film, also Netflix hat sich die Rechte im Oktober 2017 gesichert, die weltweiten Distributionsrechte, hat den Film sogar in die Kinos gebracht, in USA, Kanada, Japan und Brasilien, Argentinien und Australien auch. Und er hat aber an den Kinokassen enttäuscht, weil er zusammen mit Men in Black International und Late Night konkurrieren musste. Oh. Ja, deswegen hat er nur 2,7 Millionen US-Dollar eingespielt. Und, ja, 2,7 Millionen eingespielt und in der ersten Woche lediglich insgesamt 8,7 Millionen und 3,6 in der zweiten. Und dann haben sie halt für den restlichen Teil der Welt, haben sie den halt nur auf ihrer Plattform gelauncht. Okay, ich soll vielleicht ganz kurz noch erwähnen, Alexandra Shipp spielt ebenfalls mit. Die spielt Storm im X-Men Apokalypse, die spielt in Love, Simon, die Abby, die spielt im Dark Phoenix auch Storm mit, also ist die neue Storm, und in Die unglaublichen Abenteuer von Bella spielt sie auch mit. Den Hund spielt sie? Ja, Gott sei Dank nicht. Naja, ich höre raus, den sollte man doch mal gucken. Der fiel bei mir irgendwie, fiel mir auf, als ich letztens durch Netflix geklickt habe. Chef! Ja. Ich auch von der Musik her passt es. Ich war sogar bei dem Samuel L. Jackson Chef, war ich sogar im Kino. Ja, ich auch. Den fand ich dann aber ein bisschen, nicht ganz so, wie ich ihn erwartet hätte damals. Irgendwie hätte ich ein bisschen mehr auch. Ja, aber war schon cool. War cool war. Also ja. Definition von cool, auf jeden Fall. Genau. Ich überlege gerade, ob ich den je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man den gesehen haben muss. Das weiß ich auf jeden Fall nicht. Also ist jetzt kein Must-See, aber ja. War ganz nett, auch Soundtrack so funkig und so. Okay, mein letzter Kinofilm diese Woche. Den habe ich jetzt diesmal in Waiblingen im Traumpalast gesehen. Schöner Name für ein Kino, finde ich. Traumpalast. da ich dort noch nie war, gleich mal einen ganz kurzen Abriss über das Kino selbst. Ist in der Innenstadt gelegen. Man kann toll parken davor. Am Wochenende sind die Parkplätze davor alle kostenlos. Und drinnen, was ich spitze fand, du hast bei jeder Reihe vor dir so ein kleines Brett, was vielleicht so 20 cm tief ist, an die davorliegenden Sitze dran genagelt so. Und da kannst du dein Zeug abstellen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ne? So eine Kante nach oben, dass es nicht dem Vorderen in den Nacken fällt, sondern das fand ich ganz praktisch, weil gerade hier so mit Kindern, da hast du gesehen dann hier die anderen Kids, die da in dem Film waren, mit dem Popcorn und so. Jedenfalls haben wir Pets 2 angeschaut. Hat eine besondere Bewandtnis, also ich wäre da nicht unbedingt so aktiv jetzt in diesen Film rein, aber das war damals der allererste Film, den ich mit meinem kleinen Sohn im Kino gesehen habe, den ersten Teil. Und da haben wir gedacht, jetzt wo Pets 2 anläuft und er hatte gestern Geburtstag, da haben wir gedacht, ach komm, gehen wir mal rein, Pets 2. Wie bei Pets 1, wie man sich jetzt schon denken kann aus meiner Beschreibung, ich habe damals entschieden jetzt muss ich kurz zurückrechnen, der ist 3 Jahre her, der Film, dann war er damals 4. So, und da habe ich mich entschieden, ihn mit ins Kino zu nehmen. Sagt schon viel über die Tiefe der Story aus. Sind halt einfach niedliche Tiere, die da irgendwie erzählen. Und in Pets 2, ich glaube, ich muss jetzt Pets 1 nicht nochmal wiedergeben. Pets 2 ist so,
der Hauptperson aus Teil 1, dem Hund, dem geht's ganz gut. Er hat sich mit dem anderen, mit seinem Mitbewohner da, mit diesem braunen, zottlichen Hund da ganz gut arrangiert. Und sein Frauchen lernt aber plötzlich jemanden kennen. Und daraus entsteht dann auch noch so ein bisschen mehr. Da kommt nämlich dann ein kleines Baby mit dazu. Und am Anfang kann er das überhaupt nicht so richtig leiden, aber dann findet er es irgendwie total cool, weil das kleine Baby, wo es dann richtig laufen kann und ein bisschen erzählen kann, da werden die dann beste Freunde. Und er passt dann ganz toll auf das Baby auf. Und da gibt es ja so viele Gefahren in der Stadt, was da alles so passieren kann. Zum Beispiel Tauben, große Gefahr, oder irgendwelche in New York gibt es so diese U-Bahn-Schächte, wo manchmal so Dampf rauskommt und so, ganz, ganz voll. Parallel, der Film mutet den Kids hier einiges zu. Es gibt nämlich drei Parallelgeschichten, die erzählt werden. Die andere Parallelgeschichte ist von diesem einen weißen Pudel. Ich kenne jetzt die Namen nicht, sorry alle. Der soll auf so ein Lieblingsspielzeug von Max aufpassen und das geht verloren und landet dann ausgerechnet bei so einer Katzen-Messi-Frau, die da so hunderte Katzen hat drin. Und da kann sie natürlich als Hund da schlecht rein und dann bekommt sie so eine kleine Schulung, wie man sich als Katze benimmt und kriegt so Katzenöhrchen aufgesetzt, sieht man auch im Trailer, und wird dann durch einen Zufall wird sie quasi zur Königin der Katzen und die Katzen folgen ihr dann auch. Die dritte Geschichte, die ich erwähnt hatte, war dann noch ein Tiger wird für einen Zoo gefangen, so ein weißer sibirischer Tiger, und der wird da ganz schlecht behandelt in diesem Wagen, und da gibt es einen kleinen Hund, der lernt den so ein bisschen kennen auf dem Flug, in der Flugreise, und freundet sich mit dem ein bisschen an, und als sie dann in New York landen, wird dieser Tiger halt in seinem Käfig zu dem Zirkus geschafft, und der kleine Hund gibt sich dann halt zu diesem Hasen aus dem ersten Teil. Der will jetzt gern Superheld sein oder Superheld werden und hat allen rum erzählt, dass er Tiere rettet, und begibt sich zu ihm hin und sagt, hier, da gibt es ein Tier, das muss gerettet werden, und dann begeben die zwei sich auf den Weg, und ach, es gibt sogar noch eine vierte Geschichte eigentlich, weil die Familie, die ich vorhin erwähnt hatte mit dem kleinen Kind, die machen nämlich einen Ausflug auf den Bauernhof zu dem, quasi zum Onkel, also nicht zum Schwiegerpapa, zum Neuen, sondern zum Onkel, und da passiert natürlich auch einiges. Also, es ist jetzt nicht vergleichbar mit den Filmen, die ich sonst so die Woche gesehen hatte. Es ist storymäßig wirklich, zielt einfach auf die Kleinsten der Kleinen ab, und dafür hat der Film auch absolut seine Berechtigung. Als Erwachsener schwankt man da so ein bisschen zwischen Langeweile und ich weiß schon in den nächsten 20 Minuten, was jetzt hier passieren wird, genau in den einzelnen Geschichten, hin zu, ach, das ist aber jetzt niedlich, was sie da gemacht haben. Also so in diese Dynamik hat der Film so, ach, das war jetzt ganz nett, ach, das war sogar mal ein bisschen lustig, ach, hier konnte man sogar mal kurz lachen, so. So arg. Ja, so, das war jetzt nett. ja, die Kids, je kleiner, desto mehr Spaß, würde ich sagen, bei dem Film. Und da ist halt auch einfach so, die sind halt auch so niedlich gemacht, diese ganzen Tiere und diese ganze Welt und sowas. Und dafür hat der Film absolut seine Daseinsberechtigung, finde ich. Und vielleicht sollte ich den jetzt von meinem Erwachsenenblick, ich gebe dem 5,5 von 10, sollte man jetzt vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber wer jetzt kleine Kinder hat, ich meine, das tut jetzt nicht weh. Es gibt so wirklich so Filme, da geht mal rein, hier Feuerwehrmann Sam, Achtung Außerirdische zum Beispiel. Boah, da sitzt man als Erwachsener schon da, um Himmels Willen, was muten die meinem Kind hier zu? Ja, und da sitzt selbst Kind da, och, ist das furchtbar. Und, aber hier ist es so, ist eigentlich eine nette Unterhaltung für alle. Jetzt tut keinem weh. Wir haben es in 2D. Ja, was ich halt gelesen habe, ist hier, alles sieht perfekt aus, aber es wird absolut nichts erzählt. Simple Handlung. Genau, also für die Kleinsten. Er hat ja auch FSK 0. Ich meine. Und was hat der Film erzählen wollen? Das ist die Frage. Es sind schon ein paar lehrreiche Sachen drin, dass man eben auch so ein bisschen Ängste überwinden muss und so, dass man nicht vor allem jetzt nur Angst haben soll, sondern. Dass es nicht gut ist, einen weißen sibirischen Tiger einzusperren. Ja, zum Beispiel, dass man auch tierlieb sein soll. Nicht. Ich fand, die Stadt sah wirklich echt gut aus. Hat mich ein bisschen so an, da gab es so Einstellungen, die hat mich so ein bisschen an dieses, gab es da das eine GTA, was da glaube ich auch in New York, war das New York, spielt. Wenn du da so die Häuserschluchten und so, weil die fahren ja dann auch mal mit Autos. Und, ja, aber wollen wir uns nicht zu lange dran aufhalten. Von mir 5,5. Wer kleine Kinder hat, ich sag mal, je kleiner, desto besser. Die werden ja, aber man sollte schon was mitkriegen als Kind, oder? Also. Ja, also
ich sag mal so, in dem Alter, wo sie auch so Fernsehen gucken oder irgendwas, dann ja, kann man Pets 2 durchgucken. Prost. Danke. Sprudel. Ja, ja, muss auch mal sein. Ja. Und wir gucken mal lieber, was so Neues anläuft im Kino und wie es in den Charts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Wollen wir weißt mit du, Erik, ich rechne damit, dass ich was sagen darf, oder? Deswegen mache ich kurz die Stimme feucht. Ach so. Bist du feucht genug jetzt, dass wir loslegen können? Ah, ich sage ja zu deutschem Wasser. Genau, die dicken Kinder von Landau. Ja. Aber wir fangen erstmal mit den Charts an. Ich frage jetzt die Kate nicht dasselbe. Darf ich die 10 machen? Darf ich die 10 machen? Bitte? Darf ich die 10 vorlesen? Ja, machen wir die 10. Groß. Biografie, Dokumentarfilm über den Herrn Toni Groß. Wer ist das eigentlich? Fußballspiele. Kennt man den? Doch. Was ist Fußball? Was ist Fußball? Nee, sorry, ich bin immer noch in dem Yesterday-Modus hier. Ja, yeah, hast du gut. Hey, Dude. Ja, also ich sag mal so, das interessiert uns jetzt hier nicht alle. So. Nö. Wenn sie die Griezmann-Doku, die auf Netflix läuft, wenn sie die gebracht hätten im Kino, die hätten wir geguckt. Schwieriges also, Thema. Ja, gut, ja. Jetzt ist er ja bei Barcelona. Aber die ist echt schön, ja. die auf Netflix. Könnt ihr mal gucken, Griezmann. Schwieriges Thema. Auf Platz 9, TKKG, jede Legende hat ihren Anfang. Platz 8, Men in Black International. Platz 7, wird er bestimmt noch ein bisschen hochgehen, weil da ist das ganze Wochenende noch nicht drin, ist Yesterday. Platz 6, Traumfabrik. Höre ich nur Gutes. Platz 5, Drei Schritte zu dir. Platz 4, Aladdin. Platz 3, Annabelle 3. Platz 2, Spider-Man Far From Home. Oh, Pets hat selbst in diesem angebrochenen Wochenende schon auf 1 geschafft in Stuttgart. Ja gut, kein Wunder, also bei uns war auch volles Haus da. Ja, das hat man ja, glaube ich, auch prognostiziert, dass das quasi ein Kino-Hit wird. Aber Annabelle 3 ist doch auch ein Neuansteiger, ne? Und schon auf Platz 3. Ich gucke gerade mal in den USA. Sieht es ein bisschen anders aus. Da ist Spider-Man Far From Home auf 1. Toy Story 4 auf 2. Yesterday auf 3. Und Annabelle 4. Dann Aladdin und so weiter. Okay, dann mal die Filmvorschau reinschauen hier, was da so anläuft. Den Neustarts vom 18. Juli. Mal hier wieder einen zweiten Tab aufmachen hier, damit wir hier alles korrekt machen. Wie ich halt vorbereitet bin und du nicht. Ich trinke halt nochmal was. Ja, ich habe gerade noch die anderen. Du kannst ja schon mal anfangen. Ich sage immer noch ja zu deutschem Wasser. Neu in dieser Woche, am 18. Juli, startet Child's Play. Child's Play ist das Remake über die mördische Puppe Chucky, die ausgestattet mit modernster Technik die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. Mit Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry und weiteren. Und Aubrey Plaza spielt eine Mama in dem Film. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ist ja auch interessant, dass Thierry Henry jetzt Schauspieler ist. Ja, ja. Was ich ein bisschen kurios finde bei diesem Film, also ich sag dazu, ich mag die alten Chucky-Filme. Auch. Und die heißen im Original ja Child's Play. Die hießen ja schon immer Child's Play. Die hießen nur für den deutschen Markt oder Europa, weiß ich nicht, hießen die Chucky, die Mörderpuppe. Chucky, die Mörderpuppe. Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie jetzt bei diesem Remake ja den Originaltitel nehmen, weil damit kann keiner was anfangen. Wenn du das deswegen Ding, vielleicht. Ja, aber wenn du es Chucky genannt hättest, hätten die Leute, ja, da hätten vielleicht manche gesagt, ach, habe ich schon mal davon gehört, ist ja cool, dass es jetzt ein Remake gibt, gucke ich mir mal an. Ich meine, die sagen natürlich hier Remake über die mörderische Bube Chucky. Na gut. Ja, aber vielleicht ist es auch wirklich Taktik, dass man sagt, hey, wir wollen weg von diesem alten Chucky-Ding, sondern gehen wir einfach mal ins Originale und werden gruseliger. Sonst heißt es, oh, schon wieder ein Chucky-Film. Und dann zockt mein Bruder, ja, das ist nämlich. Childplay. Oh, schon wieder ein Chucky-Film. Der letzte Chucky-Film, ey, war echt nicht gut, ey. Ja, eben, deswegen nämlich. Anna startet noch von Luc Besson. Der lief in einigen anderen Sneaks. Da hätte ich ja gedacht, dass wir den vielleicht auch mal erwischen. Haben wir leider nicht. Morgen ist auch noch ein Tag. Ah, stimmt, aber das passt, glaube ich, nicht. das ist so ein bisschen, da gab es so diesen Red Sparrow-Film letztens, ne? Also, wo so eine Frau so ein bisschen die mit amorösen Sachen da irgendwelche Erkenntnisse gewinnt. Der ganz schlecht war. So schlecht fand ich den jetzt nicht. Also, ging eigentlich. Mit Luke Evans, Helen Mirren, ja, soll ganz gut sein. Also, die hatten den, glaube ich, ganz gut bewertet.
Ja. Made in China läuft auch noch an. Französische Dramedy über den Fotografen François, der bald Vater wird und deshalb mit seiner chinesischen Familie Frieden schließen möchte. Da habe ich auch die neue Ausgabe. Frédéric Chau, Mylène Jean-Pornuy und Mehdi Sadoun. Ich nehme mal an, das ist ein in Frankreich geborener Chinese, der erste. Deswegen heißt er mit Nachnamen Chau. Chinesischer Name wahrscheinlich, vielleicht. Ja. Da, den hatten die Leinwandperlen. Aber den kennen wir, den kennen wir von Monsieur Claude, müsste das der sein, glaube ich. Echt? Ist das der Schauspieler, so? Ja, der Asiate da. Also die Leinwandperlen hatten den Film, das Sneak Preview, der eine, der Felix, glaube ich, da hat kein gutes Haar dran gelassen. Das soll wohl so langweilig sein und nur auf diesen China-Witzen rumreiten, so nach dem Motto, ja, hier. Ja, guck, Monsieur Claude 2, ich hatte recht. Ich habe das gar nicht hinterfragt, ob du recht hast. Ich bin davon ausgegangen. Da so einen ganz arg bösen Chinesenwitz von so einem, der oder so einen Asiatenwitz da gehabt mit. Ja, er ist hier geboren, also seine Eltern sind Asiaten, aber er ist hier geboren. Er ist ein sogenannter Reisbürger. Oh. Das ist mies, ne? Ich erwarte ein Buh. Ja, ich dachte schon, mein Witz wäre schlecht, den ich da parat hätte. Ja, aber ich kann das toppen. Das kann alles toppen. Wo die Frau in der Hochzeitsnacht zu ihrem, die chinesische Frau zu ihrem Hochzeitsnacht, der chinesischen Mann sagt, was möchtest du gern mal probieren hier? Und er sagt, oh, wir können mal 69. Und sie sagt, was, du willst jetzt geblatene Ende mit Leis? Okay, genug rassistische Witze an dieser Stelle. Entschuldigung an alle da draußen. Ist nicht sehr angebracht, sowas. Ja. Machen wir weiter. Schnell. Ja, Moment, was haben wir denn jetzt hier? Ausgeflogen? Nee. Doch, das Messer passt. Im Herz. Ausgeflogen. Französische Komödie über eine Mutter-Tochter-Beziehung, kurz bevor die Tochter das Abitur macht. Aha. Warum hast du jetzt Messer im Herz übersprungen? Ja, mach du das mal, das kommt jetzt gleich danach. Ja, Messer im Herz. Die Darsteller von Pornoproduzentin Anne, Vanessa Paradis, werden nach und nach ermordet. Wer steckt dahinter? Oh, Vanessa. Gott. Vanessa Paradis. Mhm. Ja. Es kommen viele französische Filme hier. Das hat man jetzt ausgeflogen? Doch, das war der. Ja, ausgeflogen hatten wir jetzt gerade. Back to Maracana. Jetzt sind wir wieder back on track hier. Back to Maracana. Unterhaltsames als auch tiefgründiges Roadmovie über ein 3-Generationen-Gespann, das zur WM nach Brasilien reist und unterwegs familiäre Konflikte angeht. Aha. Das ist, okay. Das ist eine Doku hier, das ist nichts. Ach, da ist dieser Denne, wo es gut geht hier. Ja, Denne, wo es gut geht. Oh Gott. Da geht's worum? Drama in Schweizer Mundart über eine Frau, die via Callcenter Versicherungen verkauft und nebenbei gutgläubige Senioren um ihr Renten betrügt. Könnte ja auch für morgen in der Sneak sein, ne? Original mit Untertitel. Oh ja, mit Untertitel. Oh. Shit, ey. Okay, ich glaube, das waren jetzt die Neustarts für diese Woche. Ja. Eine bunte Mischung dabei. Und Spider-Man läuft immer noch, deswegen kann man da auch mal reingehen. Nochmal. Spider-Man, super. Spider-Man ist echt super. Jetzt muss ich hier noch meinen Trainer finden. Hier. Sneak Preview. Hat jemand zwei Trailer reingehen? Ich muss ganz kurz reingrätschen. Machen wir keine DVD-Starts? Ach, wollen wir? Ja, ich hab's extra aufgerufen. Okay. Du willst nur After Passion sagen. Nee, der läuft ja noch nicht an. Ab 15. Juli läuft nämlich zum einen an Captain Marvel. So, auf DVD. Wuhu, muss ich haben. Ja, es kommen ein paar coole. Also Captain Marvel, Axel, mein bester Freund 2.0. Ich mache jetzt einfach mal kurz durch, weil Erik lädt noch die Seite, bis der das hat. Ich war noch am falschen Tag. Also die ersten beiden habe ich schon. Also Captain Marvel habe ich schon gesehen, muss ich nicht gucken. What? Und Axel, mein bester Freund 2.0. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Ich auch nicht. Das sieht aber eher nach so Jugendroman aus oder so, ja? Ja. Findet unter seinen Mitschülern schwer Anschluss und verbringt jede freie Minute auf seinem Bike. Hm. Welchen Tag gucken wir gerade? Beim 18.07. DVDs ab 15. Juli, ja. Dieser Glück ist was für Weichei, würde mich tatsächlich mal interessieren. Club der Roten Bänder, wie alles begann, da war meine Tochter mit meiner Frau im Kino.
Free Solo war dieser Kletterfilm, ne? Ah, den gibt's doch irgendwo zum Gucken, oder? Den habe ich irgendwo gesehen auf Amazon Prime war das oder irgendwo kann man kommt den. Kommt dann am 19. raus und womit haben wir das verdient? wahrscheinlich sowas wie Bei den Müllers oder so. Da spielt doch auch der Typ mit von diesen ganzen österreichischen, ja genau, wie heißt der hier? Simon Schwarz, genau. Der sah, glaube ich, ganz cool aus, der Film. Naja, okay. So, dann machen wir trotzdem jetzt mal die Trailer. Die sind relativ kurzfristig vor der Sendung reingekommen. Da hatte ich hier ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. Da konnte ich nicht reinschauen. Gestern. Ja. Gestern, okay. Gestern. Und damit, ich war live dabei. Ich habe es heute Vormittag erst gesehen. Ja, weit bevor Erik das dann immer reinpostet. Weil Erik macht es immer so 10 Minuten vor der Sendung und sagt dann, wie, habt ihr es nicht geguckt? Ich mache es während der Sendung. Das ist noch besser. So, erzählt mal, Jumanji 2 ist das jetzt quasi eine Fortsetzung von diesem Reboot da, oder? Genau, Jumanji 2 ist die Fortsetzung von dem Reboot und zwar mit den gleichen Hauptcharakteren, also mit Dwayne The Rock Johnson, mit Karen Gillan, mit Jack Black und so weiter. Also sind alle dabei, nur Spiel und diesmal auch mit Danny DeVito und Danny Glover. Oh. Und ja, von der Story her ist es quasi dasselbe. Sie werden wieder in ein Computerspiel reingezogen, nur eben Danny DeVito diesmal auch. Doom. Und nee, auch wieder in Jumanji und Danny DeVito. Aber in das nächste Level. Genau, und Danny Glover auch. Und der Witz an dieser Sache ist dann, dass die nicht wieder die gleichen Charaktere haben wie beim ersten Mal, sondern Dwayne Johnson übernimmt quasi die Rolle von Danny DeVito, also völlig ein Rentner mit völlig so und Kevin Hart ist Danny Glover. Und das ist im Trailer sieht man schon, wie die sich auch bemühen, die Mimik und alles und die Bewegungen nachzumachen von denen. Ich habe beim Trailer schon wirklich grinsen müssen, weil es einfach witzig aussieht, wenn gestandene Männer, in dem Fall, also ich rede jetzt von Dwayne The Rock Johnson, weil Kevin Hart ist ja ein Männlein eher, da die nachmachen, die wirklich bekannten oder alten Schauspieler nachmachen, es ist zum Schießen. Ich glaube, nur Karen Gillan ist wieder in der dieselbe drin bei Karen Gillan, in demselben Charakter und ja, sie macht da schon eine verdammt gute Figur. Also kommt an Weihnachten rum und ist doch die dir zum Geburtstag gratuliert hat, oder? Ja, genau. Und da bin ich aktuell wirklich am überlegen, ob ich da nicht ins Kino möchte, wenn der kommt. Weil ich fand ja den ersten schon relativ witziger als gedacht und den zweiten jetzt, sieht ganz gut aus. Wurde von anderen ein bisschen zerrissen, ne? Und ich selber fand ihn aber auch sehr amüsant. Also ich fand ihn auch sehr amüsant. War ja sehr skeptisch. Ja. Du warst super skeptisch. Du wolltest ich war super sagen. Skeptisch und habe ihn mittlerweile dreimal gesehen. Also von daher. Dreimal? Ja, cool. Ja. Ja, Jumanji 2. In welche Spiele wird's, könnte man denn noch gut filmen? Also was ich mir auch gut vorstellen könnte, wenn so, da könnte dieser Ronaldo-Typ da, wenn Jason Statham zum Beispiel in GTA reingezogen werden würde, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Das hätte sogar was. Aber das kommt ja jetzt bald noch. Disclaimer. Wenn das jemand umsetzt hier. Zuerst bei uns gehört. Ne? Genau. Ja, das ist. Nein, wird Uncharted kommt doch auch. Und da bin ich auch mal gespannt. Das ist ja auch dann wieder eine Film. Mir fällt gerade ein, ich habe ja doch Trailer. Ich habe mir notiert, was ich für Trailer im Kino gesehen habe. Der ist super schön für dich, ja. Ja, und zwar einen, den wollte ich noch gerne mal hier ansprechen. Der heißt Midsommar. Das ist von dem Macher von Hereditary, den ihr ja nicht so gut fandet wie ich, wenn ich mich recht erinnere. Mit dieser Oma da, das Vermächtnis da, ne? Da gibt es einen Film, der sieht aus wie eine IKEA-Werbung, kannst du sagen, die ganze Zeit. Aber irgendwie auch sehr suspekt, weil da ist so eine Sekte, die tanzt da die ganze Zeit so rum und dann passieren aber gruselige Sachen. Midsommar heißt das. Es kam bestimmt vor Pets. Nee, das kam nicht vor Pets, das kam in der abseitigen Sneak kam das. Da kam auch der neue Maleficent-Trailer. Da gibt es irgendwie einen Nachfolger, ja. Mächte der Finsternis. Dann kamen noch die üblichen Star Wars, Hobbs & Shaw und S. In Ludwigsburg bei Yesterday kamen lauter Sachen, die ich noch nicht gesehen hatte. Da kamen zwei deutsche Filme. Eins heißt Gut gegen Nordwind. Der sah ganz schön aus. Der bringe ich da jetzt noch. Da geht es ums Pupsen. Nein. Okay, warte mal. Jetzt doch. Mal
gut gegen Nordwind. Hier spielt nämlich Nora Tschirner mit und Alexander Fehling. Die lernen sich durch einen E-Mail-Irrläufer kennen und schreiben sich erstmal nur so E-Mails und WhatsApp. Beide sind aber in einer Beziehung jeweils. Und Originaltitel oder ausländischer Titel ist Love Virtually. Aha. der sah aber echt sehr charmant aus und süß. Der andere sah nicht so charmant, nicht so süß aus. Der heißt Dem Horizont so nah. Auch ein deutscher Film. Und der hat mir überhaupt nicht so gefallen. Sah nach einem ziemlichen Schmachtfetzen aus. Also da ist so ein junger Typ, ein Bad Boy, der von so einem Good Girl da, Dem Horizont so nah ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jessica Koch, in dem eine junge Frau die große Liebe findet, dann aber vor eine folgenschwerende Entscheidung gestellt wird. Achtung, kein Spoiler, weil es kommt schon im Trailer. Der Mann, in den sich verliebt hat, ist HIV-positiv. Ja, weil er ja so ein Bad Boy war und genau. Also der sah echt nicht gut aus. Und einer kam noch, der hat mich echt umgehauen. Ist kein Spielfilm, sondern Apollo 11. Da gibt es einen Dokumentarfilm und ich bin ja total in diesem Raumfahrtding, das interessiert mich ja total und boah, das sah so gut aus. Die haben wohl alte Aufnahmen als 70mm Aufnahmen neu aufpoliert, 4K, sonst was, den Sound und dann siehst du quasi die ganze Apollo 11 Mission nochmal wirklich auf der großen Leinwand in gestochen scharfen Bildern und oh, das sah Wahnsinn aus. Ja, bei Dings hier bei Pets kamen die drei Ausrufezeichen als Trailer. Ja. Benjamin Blümchen und Dora. Das kennt ihr nicht, ne? Doch, Dora. Dora. Ja, kennt ihr doch, okay. Der sieht gar nicht mal schlecht aus, der Dora-Film, muss ich sagen. Ich hätte bloß gern das Lied drin gehabt, dieses Dora. Das kommt leider nicht. So, ihr habt noch einen zweiten, sehe ich hier. Ja, ich habe noch einen zweiten reingestellt, und zwar Das zweite Leben des Monsieur Alain. Und der sieht so süß aus. Ja, das ist aber eigentlich eine eher dramatische Geschichte. Es geht ja um Alain. Wie heißt du mit Nachnamen? Alain Vaple. Delon. Doch, Alain Vaple. Alain Vaple im Englischen. Und der ist so ein Workaholic, der arbeitet viel, ist auch, hat richtig was zu sagen in der Firma. Und der hat einen Schlaganfall. Der kippt um und hat einen Schlaganfall. Und ab da ist sein Sprachzentrum gestört und er sucht dann immer Worte und verwechselt Worte und sagt dann anderes und ist halt auch wieder so eine Dramedy, also Comedy-Drama. Startet am 22. August und ja, mit seiner Psychotherapeutin oder was weiß ich, oder wie heißt das dann, Logopädin dann in dem Fall, ich weiß gar nicht genau, was sie ja, Logopädin. Ich glaube, Logopädin ist es eher. Die hilft. Im Trailer heißt Psychopathin. Ja, weil er das Wort nicht mehr weiß dafür. Also er verwechselt halt ganz viele Wörter und weiß die auch teilweise einfach nicht und sagt dann andere Sachen. Und das ist ein Trailer, das sieht ganz süß aus, macht sehr, sehr nachdenklich, weil das ist so eine Situation, wo ich sage, hey, das kann jedem von uns auch irgendwie mal dumm blühen, wenn man zu viel arbeitet, zu viel Stress hat und so. Das ist so, puh, wo ich denke, hey, der Mensch denkt, alles ist bei sich in Ordnung, aber der kriegt das Leben einfach für sich so nicht mehr auf die Reihe. Ja, es hat vom Charme her wirkt es für mich so ein bisschen in Richtung ziemlich beste Freunde. Und da wir in der Sneak ja gerne mal Filme aus Frankreich haben, auch Filme aus Frankreich, die durchaus was zu sagen haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir den vielleicht sogar sehen werden dort. Also, ja, nicht schlecht. Das wäre gut. Das zweite Leben. Ich dachte jetzt irgendwie auch an Still Alice, aber die hat ja plus Alzheimer, ne? Aber ja. Still Alice hat ja Alzheimer, ne? Ein Schlaganfall. Genau. Würde ich gerne das Sneak sehen, ja. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Mal gucken. Also der Trailer sah sehr, sehr gut aus. Also hartes Thema, was aber, so wie es ausschaut, sehr charmant und gut umgesetzt ist. Und vielleicht noch ganz kurz, es ist tatsächlich basierend auf dem Leben des früheren Chef von Peugeot, Christian Stief. Oh, okay. Krass. So, jetzt haben wir die Stimmung ganz schön runtergezogen gerade hier. Ich helfe, ich kann noch mal was trinken. Bitte, mach uns den. Ich mach mal ganz kurz, ich erkläre mal in 30 Sekunden eine Serie. Serien. Wie schaffst du das? Ich habe die zwei Staffeln von Dark geguckt, nachdem ich damals in der als ich für Fortsetzung folgt, als wir da die erste Folge angeguckt haben zum Besprechen, fand ich die ja nicht so. Und habe dann tatsächlich jetzt irgendwie mal weitergeguckt.
Und das ist der absolute Hammer, wollte ich nur mal sagen. Also jetzt, komplett zweite Staffel. Hast du es auch gesehen jetzt, oder? Nein, aber ich habe die erste Staffel immer so gefeiert und du so, nee. Ich habe die erste Folge damals geguckt, fand die nicht so. Und, ja, aber das ist der Wahnsinn. Ich habe mich nur verwirrend. Noch nicht... Ich habe jetzt komplett. Ich bin nur noch nicht durch. Mental bereit für die zweite Staffel, weil es ist so verwirrend. Und das Ende, zweite Staffel, das Season-Finale, ist ja ein absoluter Hammer. Also, krasses Ding, Dark. Also, wie viele Folgen sind denn das diesmal? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach immer nächste Folge. Ich kenne das Problem. Ja, wer so ein bisschen auf Zeitreisesachen steht und sonst was, Dark. Absolut. Dann will ich aber auch noch eine Serie ganz kurz ansprechen. Na dann, wenn du es auch so kurz schaffst. Ja, ich habe nämlich auch was durchgebingt. Und zwar innerhalb von einem Tag habe ich, weil ich nicht wusste, dass es nur 10 Folgen sind, habe ich es geschafft. Sollte man vielleicht sagen. Ja, ich war erkältet. Ich bin auch zwischendrin einmal eingeschlafen, da habe ich die Folge einfach nochmal geguckt. Und zwar habe ich die 7. Staffel von Suits angeguckt. Die kam am Freitag raus und ich war am Freitagabend damit fertig. Sehr geil wieder. Weil so Chris hat schon bemängelt, so ein bisschen die ganze zeitliche Geschichte, also wie schnell die immer irgendwelche wichtigen Dokumente aufsetzen und so, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber das war es ja schon immer in der Serie. Aber sonst nahtlos geht die in die von der 6. in die 7. Staffel über. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Ich habe da jetzt auch schon reingeguckt, ich möchte vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Meghan Markle nervt immer noch. Meine ja, und mir, hey, es gibt ja, kaum eine Einstellung, wo diese gute Frau nicht. Ja, und was mir extrem auf die Nerven ging dieses Mal, war Mike. Also ich finde, Mike ist ja schon grundsätzlich schon anstrengend, finde ich, schon immer gewesen. Aber mittlerweile, ich brauche den für die Serie nicht mehr. Mir reichen Louis und Harvey und Donna und wie sie alle heißen. Die reichen mir vollkommen. Jetzt gibt es einen neuen Charakter, den Alex. Den finde ich auch sehr cool, den kenne ich noch aus der Serie Psych. Ich brauch weder Mike noch seine Meghan Markle. Brauche ich nicht. Mike geht mir so auf den Sender, weil für ihn gelten halt keine Gesetze, keine Vorschriften. Und auch in dieser Staffel wieder, wo ich mir denke so, ach Mike, du bist schon ein Idiot. So. Aber der Rest, ich feiere Donna Mike extrem. Oh. Ja. Meghan Markle, die hat sich aus der Serie rausgeheult. Punkt aus Ende. Ja. Next. Also ich habe kein Problem damit, wenn die dann bald weg sind. Ich weiß nicht, sind die in der nächsten Staffel schon weg? Weiß ich nicht, weiter. Okay. Ich bin so schon genervt von Meghan Markle. Sind wir eigentlich durch soweit hier? Ich schau mal, was unsere Supporter hier uns zugutekommen lassen haben über unsere Affiliate-Links. Hm. Ein, was ist das, Mont Blanc? Ein Parfüm, oh. Mont Blanc individuell, Ersatzlampenkoffer, was ist das? Wahrscheinlich fürs Auto hier so ein Ding, oder? Ja, genau. Logitech Marathon, kabellose Maus. Ich mag keine kabellosen Mäuse, geht immer dann alle, wenn man es gerade braucht. was ist Gevo Unisex Erwachsene, 3 Sterne? Ach, Tischtennisbälle. Unisex Tischtennisbälle? Ja, Gevo Unisex Erwachsene, 3 Sterne. Verwirrt. Ja. Gibt's die auch für Mädchen oder? Stangenwassereis, hatten wir es nicht letzte Woche schon? Bin ich im richtigen Range? Ja, wahrscheinlich nochmal bestellt. Japanische. Oder jemand hat's gehört, dachte so geil, muss ich auch haben. Ja. Japanische Essstäbchen, hatten wir die nicht auch letzte Woche? Und ein, was ist das? Blackview Militär Standard Smartphone. Das ist so, hat so ein spezielles Gehäuse, das kann irgendwie wahrscheinlich einen Atomschlag überleben. 30 Tage Standby. IP68 wasserdicht. Boah, das kannst du quasi unter Wasser nehmen. Stoßfest 8 Kern, 4 GB plus 64 GB erweiterbar. Boah, nicht schlecht. Hat das ein Betriebssystem? Bestimmt, sonst würde es nicht funktionieren. Nein, was für ein? Ach so, warte mal, ich habe es gerade wieder weggeklickt. Bestimmt Android oder so, schätze ich mal. Ein iPhone ist es nicht. Oder irgendein eigenes? Was steht denn hier? Es hat sogar 2160 mal 1080 Pixel. Hier steht nichts vom Betriebssystem. Hier ist das irgendwie... Ach, hier doch. Android 8.0. So. Interessant.
ein Linksys 10 Watt Fast Wireless Charger. So ein Ladepad, wo man dann das neue iPhone oder sowas oder irgendwas, was sich drahtlos laden lässt, drauf liegt. So, das war's. Vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben. Ich guck mal noch. Also, einen Kommentar hatten wir, glaube ich, hier. Seba. Hallo Erik, nachdem du über Arcade-Automaten gesprochen hast, wollte ich dir die Retro-Games in Karlsruhe ans Herz legen. Das ist ein Verein zum Erhalt der Videospielkultur und man kann jeden Samstagabend für 5 Euro Eintritt kostenlos an 70 Arcades und 10 Flippern daddeln. Apropos, im Traumpalast in Waiblingen steht ein Star Wars Flipper. Genau, er hat auch einen Link mitgeschickt und das kenne ich tatsächlich. Ich war noch nicht dort, ich wollte aber schon mal hin, aber ich habe die Damen und Herren, die das machen, ja schon diverse Mal auf der Gamescom getroffen, die auch dort immer die Sachen dann ausstellen und da sind auch diese Aufkleber drauf von dieser Retro-Gaming-Halle in Karlsruhe, ja. Aber es ist halt Karlsruhe, ne? Ja, ich meine, wir müssen diese Saison ein bisschen aufpassen mit so Reisen nach Karlsruhe. Wenn wir da erkannt werden, dann gibt es vielleicht ein paar auf die Mütze oder so. Mal gucken. Ja, aber es ist eine gute Adresse. Ich finde es gut, wenn das jemand so noch pflegt. Ich glaube, in Berlin gibt es auch so ein Videospielmuseum, wo man auch an irgendwelchen alten Sachen nochmal spielen kann. Finde ich sehr schön. Oder halt auf der Gamescom in dieser, ist ja fast die ganze Halle, die dann so mit Retro-Sachen voll ist. Da sind ja sogar Musiker, die mit irgendwelchen C64 und mit Sitz und sowas da irgendwie noch Musik machen und das dort vorstellen und so. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, Seba. Dann sind wir eigentlich soweit durch heute. Ja, genau. Oh. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Auf zur Mitgliederversammlung. Genau. Ich gehe jetzt Netflix gucken. Erstmal was essen. Was guckst du in Netflix? Aber es gibt doch was, ich gucke jetzt Netflix. Dark. Ich gucke jetzt Kidnapping Stella. Na dann. Als kleiner Spoiler für die nächste Episode. Danger hat Chantal entführt. Chantal entführt. Super. Dann bis morgen, das Sneak, und für euch alle anderen bis nächste Woche hier in der Sendung. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.